Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Ultra Lightcore auf meinem Kanal Wunschcrafter. Wir werden heute mal eine riesengroße Fabrik bauen, die sehr viele Items herstellen wird. Ich werde es wahrscheinlich nochmal in die Videobeschreibung packen, weil ich es gerade auch nicht auswendig weiß, was sie alles nochmal herstellte. Obwohl ich sie selber konstruiert habe. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt an, beziehungsweise ich habe schon direkt angefangen gehabt. Und ja, momentan bin ich an den Wänden und ich würde sagen, das zeige ich euch mal. Das. So nämlich. In der letzten Folge haben wir die Wege gebaut und da haben sich vielleicht manche Leute gefragt, wieso ich nicht das zeigte, was hinter mir war. Aber ja, da war nämlich diese Fabrik schon gebaut. Die wird noch ein bisschen höher. Da, wo jetzt die Stufen oben sind, kommen noch so 3 oder 4 Glasscheiben drauf. Und dann ist Ende. Ich würde sagen, ich fange an und baue hier weiter. Und zeige euch dann den nächsten Step, wenn die Wände komplett fertig sind. So, ich habe jetzt die Fabrik vollendet, also nicht komplett fertig gemacht, aber das, was ich jetzt eben gerade meinte mit, das mache ich fertig. Und zwar, tada, so sieht es aus, hier im Vergleich mit der Fuhrfabrik. Also habe ich hier auch nochmal die Zebrastreifen gemacht. Und ich finde, das wird so langsam. Hier im Stream habe ich gerade auch besprochen, was so als nächstes ansteht. Und falls ihr gerne auch mal wissen wollt, was so, so Insider wissen, was so die Leute, die nur Videos gucken, gar nicht wissen, dann schaut doch gerne mal im Stream vorbei. Denn hier erfahrt ihr halt zum Beispiel, was hier so auf diese Fläche alles hinkommt oder hier so weiter noch hinkommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es im Livestream-Chat ein bisschen voller wird. So, ich habe mir jetzt mal die Schematics geschnappt. Und ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, was geht hier gerade ab. Ich befinde mich momentan in einer Schematic. Also, ja, hier drin. Und ich kann einfach hier durchrennen. Plötzlich ist da eine Wand. Das ist so wie Harry Potter, der bei Gleis 9 3/4 oder so auch einfach gegen die Wand rennt. Und schwupps ist er weg. Und ich dachte mir, ich zeig's euch mal, wie ich das jetzt mache. Denn es gibt hier diese Schematik und da kann man dann nehmen, mit Control hält und auch mit Alt kann man hier switchen. Und da kann ich das auf die richtige Ebene anpassen. Von der Seite kann ich es nach, nach da schieben. Hier müssen halt auch 5 Blöcke zwischen Platz sein. Das heißt, ich schnappe mir Blöcke. Das sind 1, 2, 3, 4. Der ist sogar schon zu viel. Aber ja, momentan habe ich 4 Blöcke Platz. Das heißt, das Ganze muss noch ein nach hinten. So. Müsste eigentlich alles passen. Jetzt kann ich das Ganze hier reinlegen in die Schematik kennen. Und jetzt brauche ich noch ein Buch. Das Ganze tun wir jetzt hier rein. Der ist jetzt auf Pause-Modus gegangen. Und hier haben wir die Liste, was wir brauchen. Das sind in diesem Fall 9 Seiten. Und ich würde mich an diese ganze Liste mal dran machen und dann sehen wir uns wieder, sobald alles zusammen ist. So, ich habe jetzt die Maschine angeschmissen. Jetzt seht ihr hier einen kurzen
kleinen, aber feinen Zeitraffer. Und ich gehe jetzt währenddessen ein bisschen auf Fragen im Chat ein. Und ihr kriegt jetzt eine Zeitraffer mit Musik. Was war denn das jetzt? Das war jetzt unerwartet, also absolut. Es geht weiter. Fertig zu sein. So, ich habe hier mal die ganzen Bells erweitert und schon mal ausgekleidet mit hier Casings und habe mir gerade mal einige von denen gemacht. Und wir brauchen jetzt 4 von diesen Öfen. Ich würde sagen, ich platziere kurz die 4 und dann geht's weiter. So, die Fabrik ist absolut komplett fertig. Die lief jetzt auch schon über eine Stunde, ohne dass sie irgendwelche Probleme gemacht hat. Sie verhaftet da hinten eine Ruhe Bricks zusammen. Und ich zeige euch mal draußen was. Ich habe auch schon angefangen, ein bisschen hier drumherum zu dekorieren. Also nicht wundern. So, denn ich habe hier schon angefangen, Bäume zu platzieren. Die Straße weiter gemacht. Mir gingen die Steine aus mittlerweile. Aber ja. Hier oben ist ein Stahlkonstrukt, das ist da im Fenster und da im Fenster verankert. Und hier soll das so darstellen, dass sie es vor kurzem mal zugemauert hatten, also neuer als die restlichen Bricks sind. Und da oben kommt die ganze Kohle die ganze Zeit raus und wird über das Belt dann nach drinnen befördert, um alle Fabriken zu bepowern. Dahin geht es dann rein und droppt dann auf das Belt, was hinten die Fabriken bepowert. Wir haben auch mittlerweile schon, also Glas ist noch nicht angeschlossen, die Produktionsreihe mache ich noch. Ich habe nicht noch keine Öfen angeschlossen, die kommen dahin in die Ecke hin. Aber wir haben sehr viel Sand, ein bisschen was an Clay, was so nebenbei rausgefiltert wird, wenn es nicht gerade hier landet. Und wir haben Flint. Hier vorne haben wir schon 10,4k Bricks. Und hier vorne ist halt Eisen. Der Hauptteil geht halt hier entlang in Richtung Stilproduktion. Hier ist halt auch nochmal Flint. Hier ist schon sehr viel Slag und sehr viel Stil. Sowie sehr viele Slag Bricks, die hier hinten die ganze Zeit zusammengecraftet werden. Hier sehen wir es gerade mal. Dann fährt es hier vorne lang und landet hier im Tor. Und jetzt bin ich gerade dabei, diese Bäume hier, ich wollte eigentlich ganz normal nur diese Bäume, wie sie hier stehen, hinpflanzen, wusste schon, dass sie zu niedrig, dann ist aber der durch Zufall entstanden.
Und jetzt habe ich den mit einer Schematik. Ja, das hört sich sehr komisch an, aber ich habe den eingespeichert und werde den Baum jetzt mit der Schematik kennen. Hier hinschießen. Und jetzt drücken wir zusammen mal auf Start. Und er platziert jetzt hier einfach wortwörtlich einen Baum. Ich kenne das ja so, dass man Gebäude und so damit platziert, aber ja, ich baue damit Bäume. Und damit es nicht exakt gleich aussieht, habe ich den Baum einmal um 90 Grad gedreht. Und er hat zwar die Mauer mit eingespeichert, aber man muss ja nicht die Steine mit reinlegen. Dementsprechend habe ich keine Arbeit hier unten wieder Steine ab- oder hinzubauen. Und diese Bäume kommen halt jetzt hier überall hin, wo hier diese Stellen sind. Und die sind immer von den Treppenaufgängen 5 entfernt und zwischeneinander 10 Blöcke entfernt. Und er ist mittlerweile fast komplett fertig. Und ich melde mich wieder, sobald alle Bäume so stehen. So, der letzte Baum wird gebaut. Jetzt ist die Kanone fertig und wir haben noch, glaube ich, ein paar Leaves übrig. Und irgendwie ist das mit den Zebrastreifen, wo die Treppen runtergehen und auch die Treppe, die eigentlich exakt auf der Linie geht, wie auch mittig wie der Eingang von der großen Fabrik ist. Irgendwie passt das alles so, dass die Bäume da exakt hinpassen, ohne dass ich da irgendwie was ausgerechnet habe. So, die Fabrik steht ja an sich soweit, aber sie ist noch lange noch nicht so detailreich außen wie hier die Fabrik. Deswegen werden wir jetzt mal mit den Items, die ich hier im Inventar habe, das sind die gleichen hier, einfach mal hier die Mauern entlang ziehen. Und so sieht es jetzt fertig aus. Ich finde, es macht gar nicht mal so viel Unterschied gerade, weil der Kupfer noch, das ist halt noch nicht oxidiert, so wie bei der SU-Fabrik. Dementsprechend ist es noch nicht so, abwechslungsreich von der Farbe. Es ist alles noch so orange-rötlich. So, hier ist jetzt ja soweit das Design. Und ich werde jetzt hingehen und werde mit dieser Schematik, wofür ich auch wieder die Schematik-Gen brauche, mit dieser Schematik kann ich leider nicht so viel anfangen, da die gesamten Dinger falsch rum sind. Dementsprechend werde ich hingehen und werde mir die Punkte markieren, wo die Stahlkonstruktion an der Wand ansetzt, und werde das dann händisch hinbauen. Und als nächstes kommt nämlich dann, wenn ich das händisch aufgebaut habe, jetzt gleich, kommt auch schon das Dach drauf. So, das Stahlkonstrukt ist jetzt soweit schon mal platziert. Die Ansatzpunkte da an der Wand und auch die Ansatzpunkte an der Decke kommen dann, wenn das Dach drauf ist. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier die Schematik, legen die hier rein und suchen hier Rückfabrik Dach aus. Dann hoffen wir mal, dass, wenn wir das jetzt platzieren, dass nicht die Welt abstürzt. Ich würde gucken, dass ich so oder so das schon mal irgendwie hier oben drauf platziere. Und jetzt gucken wir mal. Okay, er hat tatsächlich Dach platziert. Da sind auch noch hier an den Linien, wo auch die Bricks sind ja die schwarzen Streifen, und das sind auch noch mal so Stahlträger, und die sind halt auch falsch herum platziert. So, jetzt gehen wir auf den Vent und gehen mit Alt und rotaten das Ganze mal und hoffen mal, dass er die Stangen dann richtig umsetzt. Und nee, er hat die nicht richtig rum platziert. Aber deswegen habe ich auch die Ansatzpunkte noch nicht,
gebaut, weil ich wusste nicht, in welche Höhe ich die bauen muss. Weil halt hier schon welche dran sind. Und ich würde dann zwischen dem Stahlkonstrukt und diesen Ansatzpunkten dann einfach die fehlenden Blöcke dazu bauen. Jetzt geht es auf jeden Fall mit Alt. Und wir moven das Ganze mal nach hinten. Sieht zu smooth aus einfach. Und wir gucken, dass die Stufenkante hier vorne drauf ist. Das heißt, das ist tatsächlich schon ein zu viel. Jetzt gehe ich kurz aufs Dach der SU-Fabrik. Und das Dach der Ziegelei-Fabrik zu verschieben. So. Das sollte auch Leertaste drücken. Das wäre soweit das Dach. Und ich finde, es passt richtig gut hier rein einfach. Es ist halt auch nicht zu groß. Und das Gebäude ist, obwohl es höhere Wände hat als die SU-Fabrik und auch ein höheres Dach, ist es trotzdem immer noch niedriger als die SU-Fabrik. Hier hinten passt, glaube ich, auch alles soweit. Hier hinten hängt noch ein Block aus der Testwelt. Da, womit ich die Schematik eingescannt hatte. Und machen uns gefasst auf eine sehr, 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 sehr teure Liste. Denn ich meine, es ist alles Eisen, alles Stahl und Kupfer. Und hier und da ein paar Bricks. Es sind auch nur drei Seiten. Aber ja, es ist eigentlich alles easy. Das haben wir unendlich. Metal Brackets brauchen wir 222. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach das ME-System neben die Schematik kennenstellen? Geht das nicht auch? Weil die Frage ist, wo lagere ich das alles? Das sind so viele Stacks. Slag Brick Block. Slag Brick Stairs. Steel Double T Support. Aber ja, das krasseste ist hier vorne. Block of Steel. 529 Blöcke. Dann brauchen wir noch Brick Stairs. Copper Slab. 1046 Copper Slabs. Das sind ca. 500 Blöcke. 406 Fluid Pipes. Und 224 Glass Panel. Glass Panes. Das heißt, das suche ich dann mal in wahrscheinlich einer dreistündigen Aufgabe zusammen. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. So, ich habe jetzt hier 30,7k Kupfernuggets, 1778 Kupferingots, 3990 Steel Ingots und 1514 Eisen-Ingots. Und ich würde jetzt sagen, wir craften das hier zusammen. Ich nehme mir dafür einmal diesen verbesserten Crafting-Table. Ja, wieso habe ich schon wieder einen Mechanismus-Ingot? Die Frage wäre jetzt auch gerade... Nee, halt, Moment mal. Oh mein Gott, ich checke jetzt gerade erst, dass ich ja sonst immer Mechanism-Ingots bekommen habe. Wegen hier, wegen dem Ingot. Und dass ich jetzt anscheinend durch diesen Crafting-Table die Original-Rezepte bekomme. Heißt das, wenn ich dann auch Blöcke crafte, würde ich hier die Immersive-Blöcke hinbekommen? Weil das, wenn das so funktionieren sollte... Dann wäre das echt eine nice Lösung für das Problem. Und ich könnte es dann auch im Questbuch vermerken. So, dann
craften wir mal auch den gesamten Stil um. Mal gucken, ob der zu Immersive Engineering Stil wird. Ah. Oh mein Gott, es funktioniert! Es funktioniert! Aber ich frage mich, wieso hat er Kupfer jetzt gespeichert? Also, wenn ich so mache, in diesem Crafting Table, dann funktioniert es. Also, den Stil brauchen wir schon mal nicht mehr im Creative umtauschen. So, wir haben von den Slabs jetzt genügend und von den Stilblöcken fast genügend. Buch rein, alles grün. Da ist das Buch, schmeiße ich auch mal da rein. So, und dann würde ich sagen, let's go mit der Timelapse. Sagen, das Ding ist leer. Okay, das waren also 1000 Schuss. Dann packe ich die 15 noch rein. Der fertig? Der ist fertig. Gucken wir mal, was alles an Blöcken übrig geblieben ist. Das wurde sowieso nicht benutzt. Hier sind einige Treppen jetzt übrig. Hier sind auch noch ein paar Sachen übrig. Hier auch. Sind hier noch Blöcke jetzt übrig? Ja, fast 3 Stacks. So. Das Gebäude steht an sich. Irgendwie sieht es von hier vorne leicht aus, als wäre es irgendeine Art Gefängnis oder Schloss oder sonst was, wegen den Zacken da oben, aber auch wegen den Gitterfenstern und so. Und ich habe jetzt einmal rundherum das Design gemacht. Auch oben drauf haben wir die ganzen Framed Gitter gesetzt. Und von der Seite sieht es jetzt so aus. Die Kupferblöcke müssen natürlich alle noch oxidieren. Und ja, hier ist es halt so. Hier sieht das Ganze so aus.
Und wenn hier dann Bodenebene an die Fabrik anschließt, dann sieht das Ganze, glaube ich, auch nochmal nice aus. Wir hatten jetzt, während die Timelapse lief, im Chat die Idee gehabt, dass hier auch einfach ein Tunnel hin kann. Oder ich hier abzweige, oder beides. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr lieber wollt, dass die Straße hier um die Ecke geht. Oder als Tunnel da weitergeht. Oder als Tunnel und als Abzweigung hier. Dann haben wir hier drin den Stahlträger. Ich müsste tatsächlich nochmal hingehen und hier die Rohre, so wie auf der Seite, die enden bis jetzt in nichts. Da kommt hier noch ein großer Tank hin und die Rohre werden hier über den Stahlträger entlang laufen und da auch mit Halterung fixiert. Überall werden nochmal so Kabel hinkommen, so wie das schon in der SU-Fabrik ist. Der die Folge gesehen hat mit der SU-Fabrik, der weiß, was ich meine. Und hier haben wir es jetzt so gemacht, da sind die Hopper von Pneumatic Warft umgedreht dran. Und das ist dann sozusagen, sieht aus, hier wäre das auch nochmal so eine Halterung. Hier läuft ansonsten soweit alles. Hier wird auch produziert. Und jetzt gehe ich tatsächlich noch einmal ganz kurz hin und setze auf der hintersten Seite dann diese Workets, weil da habe ich die an der Stelle vergessen gehabt. Und ansonsten ist die Fabrik soweit fertig. Diese ganzen Kleinigkeiten wie Rohre und Halterungen platzieren, mache ich dann irgendwann mal im Stream so. Das muss ja jetzt nicht unbedingt in dieser Folge drin sein. Ebenfalls müssen da und da sowie da und auf der Ecke die Fenster noch geschlossen werden und da müssen so Stahlblöcke hin, dass es aussieht, wie wäre der Stahl in der Wand verankert. Momentan hält das nicht irgendwie am Glas. In Real Life würde es nicht gehen, aber hier geht es jetzt gerade. Und das würde ich alles nochmal machen. Das ist jetzt aber nicht in dieser Folge. Theoretisch seht ihr es in einer der nächsten Folgen. Wenn ich hier irgendwie mal zufällig lang gehe, seht ihr, wie es dann schon aussieht. Ansonsten hat auch die Eisenfarm endlich nach circa 4 Monaten ihr finales Design mit diesen Rohren hier am Geländer. Und ja, dieses Dach war, sprechen wir nicht drüber, war ultra materialintensiv. Ich hatte schon gedacht, dieses Dach von der SU-Fabrik wäre ultra intensiv an Material. Aber nee, das Dach ist doch noch krasser gewesen. Und ja, ich platziere das einmal ganz kurz drumherum. Und dann sehen wir uns noch einen kurzen Cut. So, die Brackets sind platziert. Und ich würde sagen, mit Sicht auf das wunderschöne Haus würde ich die Folge beenden. Denn das war eine theoretisch etwas längere Folge, als sie bis jetzt so war. Aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, denn das unterstützt den Kanal immens. Ja, und damit würde ich sagen, ciao Leute.